Herzlich willkommen zum ersten Heimspiel 2024. Ich freue mich, wir sind wieder im Hallenhockey angekommen. DSD Düsseldorf empfängt den Club Raffelberg. Raffelberger sind schon wieder raus aus ihrem Kreis, hatten anscheinend nicht so viel zu besprechen wie die Düsseldorfer, die da immer noch im Kreis stehen. Jetzt auch die Düsseldorfer fertig. Ne, nicht hochgeguckt, Ben Markwatzen abgefangen von Raffelberg, geht schnell nach vorne, super abgedrückt, verhogt hält. Kein Problem. Wieder abgefangen Raffelberg. Verhoogt wieder da und hält den Ball. Gut geklaut, Jan Becker. Super Anspiel auf Niklas Schickenberg. Und da steht es 1:0 für die Düsseldorfer. Das war ein bisschen zu einfach auf Seiten der Düsseldorfer, da zum Torerfolg zu kommen. Den darfst du da eigentlich nicht. Hier das erste Mal ein Fehler. Becker greift ab. So, und den da durchzukriegen durch die Lücke, das geht gar nicht. Das müssen sie Raffelberger besser machen, aber passiert. Spiel läuft erst seit 3 Minuten, da kommt noch einiges auf uns zu, aber erster Spielstand 1:0 Düsseldorf, Federlin. Und ich bin noch am Reden. Federlin findet Bockhoff am langen Pfosten, der muss nur noch einschieben. Somit geht es hier relativ schnell. Zum 2:0 Erfolg hier, Fehler, die macht das Spiel schnell, sehen wir nochmal. Nimmt mal Kopf hoch, guckt und kriegt Bockhoff, muss nur einschieben, kein Problem. Klasse angespielt, Tenkhoff im Kreis, versucht den Ball da Richtung Tor zu kriegen, findet anscheinend einen Fuß oder pfeift er da hoch, ich weiß es nicht. Mal gucken, ob wir was erkennen können. Schauen wir mal drauf. Ja, der geht dem Raffelberger Verteidiger da an den Fuß oder an den Körper. Eins von beiden. Somit erste Ecke im Spiel. Cioli und Tenkhoff auf dem Platz. Tenkhoff in die Mitte. Gehalten vom Torhüter. Gut rausgekommen. War auch nicht so schnell geschossen, um ehrlich zu sein. Wir gucken nochmal drauf. Ja, hat ein bisschen lange gedauert, konnte der Torwart noch umswitchen. Gute Lösung. Raffelberg weiter am Ballbesitz, nächstes Anspiel und verhogt hält. War ganz billig. Verhoogt hält wieder. Aufgelegt. Und da ist das erste Tor auf Seiten der Gäste. Ivo Otto macht es. Schauen wir nochmal drauf. Gut gehalten zunächst. Und das war eine ganz, ganz clevere Entscheidung vom Raffelberger Stürmer. Ungenau vom Federlin, aber Markwatzen setzt sich da durch im 1 gegen 1, setzt sich durch gegen den Nächsten, findet Becker auf der Außenspur und da ist das nächste Tor und das ist ganz, ganz bitter für die Raffelberger, die hier gerade den Anschlusstreffer gemacht haben. Aber so darfst du dich da nicht ausspielen lassen. Das ist ja viel zu einfach, Markwatzen Nummer 1, hier Nummer 2, findet den Nächsten alle Richtung Ball. Vergessen Becker und dann steht Schickenberg nur noch im Kreis und muss einschieben. Das ist dankend angenommen auf Seiten der Düsseldorfer. Somit wieder 2 Tore Vorsprung. Gut verteidigt von Brock.
Stockfoul Lewis Brock. Und das ist ganz dumm. Das ist ganz, ganz dumm. Ist völlig klar, dass du da eine Karte für kriegst. Ist einfach dämlich. Sorry. Ganz klar gepfiffen. 21, 22 und schieß nochmal einen Ball weg. So, somit erste Überzahl für Raffelberg im Spiel. DSD muss mit 4 Leuten verteidigen. Eine Minute lang. Das ist stark gemacht von Tommy Gorni. Und Stefan Peters unterstützt seinen Kollegen. Sieht er. Und jetzt ist hier nochmal unterbrochen. Wir gucken nochmal drauf. Hätte ich jetzt tatsächlich auch Fuß gesagt. So. Zweite Ecke im Spiel für die Düsseldorfer. Weil wenn ich Benny Federlin da auf dem Ableger sehe, dann kann das eigentlich nicht stimmen. Ja, der ist bitter. So, erstes Viertel ist rum. Wir haben einen Spielstand von 3:1 für die Düsseldorfer. Wir hören uns in so anderthalb Minuten wieder. Der Ball läuft zwar, aber nochmal kurzer Zwischenfakt. Bleibt in der Halbzeitpause. Mal für 3 Minütchen noch dran, bevor ihr irgendwo hingeht. Und euch das nächste Bierchen holt oder ähnliches. Wir haben da eine kleine Sache, die wir gerne ansprechen möchten. Bleibt dran. Und dann könnt ihr unterstützen, eventuell. So, weiter geht's mit Hockey. Super Anspiel. Dann die tiefe Schickenberg setzt sich durch und setzt den Nebenstor. Hätte da aber gerne noch den Ball für sich gehabt. Uiuiui. Und der war ganz, ganz einfach. Uiuiuiui. Der war ganz einfach. Schauen wir nochmal drauf. Da ist es. Der ist viel zu einfach. Und ich als Laie würde jetzt behaupten, dass da im Zentrum, wenn Jan Becker da von links anläuft, die Abfangzone ist. Und wenn er sich da so durchdribbelt. Und wieder Platz. Federli macht mit. Super Anspiel und jetzt hat Bockhoff Platz. Becker läuft mit, Bockhoff muss den wahrscheinlich alleine machen. Kriegt den Pfiff gegen, vermute jetzt einfach mal, dass er kurz mal im Aus war mit dem Ball. Ansonsten würde mir da nichts einfallen, wieso, weshalb. Naja. Gut zugepackt, die Raffelberger, aber gut verteidigt. Und Sura macht das Spiel schnell, jetzt 4-2, klasse. Sura bleibt im Ballbesitz, Gorni und der trifft. Zum 4:2. Also da sehen wir doch mal, ja, nicht ganz klar ausgespielt. Die Düsseldorfer, Tenkov könnte da auch einen Schritt schnell in den Kreis gehen und selber schießen. Aber Tor hat immer recht. Von daher wieder 2 Tore Vorsprung für die Düsseldorfer. Prost setzt sich hier aber wieder durch. Geht im Kreis. Eieieiei. Super Anspiel. Das super Tor. Gutes Anspiel in die Tiefe. Gut vorgekommen. Körper dazwischen gehalten. Und ins lange Eck. Da macht Verhoop gar nichts. Hier geht's los. Tenkov kommt nicht hinterher. Super eingelaufen. Ja. Brock hätte vielleicht, wenn er einen Schläger unten gehabt hätte, den noch haben können.
Gut verteidigt von Federlin. Grüne Karte auf Seiten der Raffelberger. Somit erst die Überzahl für die Düsseldorfer in diesem Spiel. Stockfoul wird gepfiffen. Ganz schwacher Pass von Paul Tenkov, aber Sura macht mit, unterstützt seinen Kollegen. Eieiei, das ist eine ganz harte Karte für Daniele Scioli. Grün, weiß ich nicht, der steht schon sehr weit weg. Und so hart ist er auch nicht. Ja, ich würde sagen, Ivo Otto ist da mindestens 3 Meter weg. Das Tor wird nicht gepfiffen, der ist ganz klar außerhalb. Zeit weg, ja, aber außerhalb. Siehst du? So, jetzt gibt es hier auch noch Gelb. So, ich gehe mal hier, quetsch mich mal am Kameramann vorbei. Zu meiner Rechten steht unser Schiri-Obmann, Karl Eichborn. In Auftrag für unsere Jugendarbeit und auch im Erwachsenenbereich sind wir dringend auf der Suche nach Schiedsrichtern. Und deswegen steht der Karl heute hier bei mir, um das Ganze mal ein bisschen zu promoten und zu sagen, was da überhaupt Sache ist. Karl, stell dich doch mal vor, was deine Aufgaben sind und was du dir wünschen würdest von unserer DSD-Community. Ja, hi, ich bin Karl Eichborn, ich bin 20 Jahre, Schiedsrichter beim WAV und im DRB-Nachwuchskader und seit April hier bei uns im DSD der Schiedsrichter-Obmann. Ja, und der Wunsch ist natürlich, dass mehr Kids, Jugendliche und vielleicht auch Erwachsene Bock haben, Schiedsrichter zu werden. Wir brauchen dringend welche. Und ja, ist ein toller Job. Ihr könnt Teil vom Spiel sein. Und wenn ihr darauf Bock habt, ein bisschen Taschengeld nebenbei zu verdienen, dann rate ich euch sehr, das vielleicht mal in Angriff zu nehmen. Ja, jetzt habe ich das gehört und denke mir, auch vielleicht gar nicht schlecht. Aber was muss ich denn überhaupt tun, damit ich Schiedsrichter werden kann? Ja, also ihr müsst natürlich eine Ausbildung durchlaufen, die besteht aus einem theoretischen Teil und einer Praxis. Beim theoretischen habt ihr an 1 oder 2 Tagen 2 Stunden, meistens online, werdet ihr ein bisschen geschult in den Regeln, dass ihr da sicher werdet. Und dann habt ihr die Chance bei einem Praxislehrgang, zum Beispiel Vorbereitungsturniere im Feld und Halle, eben euch unter Beweis zu stellen, wo ihr von sehr erfahrenen Schiedsrichtern aus Regionalliga und Bundesliga beobachtet werdet und dann entsprechend gesagt wird, wir finden gut, was du machst und dann als Schiedsrichter aktiv zu werden. Ja, hört sich auch gut an, aber ist ja natürlich auch eine Kernsache, die, was bringt das überhaupt, wenn ich jetzt Schiedsrichter bin? Ja, ich fahre dann am Wochenende raus zu den Spielen und pfeife dann eine Runde und fahre wieder nach Hause oder hat das noch mehr Hintergründe, warum händeringend Schiedsrichter gesucht werden, gerade in Vereinen wie unserem? Ja, das hat nicht nur den Grund, dass du irgendwo rausfährst und eine Runde pfeifst,
sondern das hat den Hintergrund, dass für jede Regionalligamannschaft, die wir in der Jugend ab U14-Bereich melden wollen, wir einen aktiven Jugendschiedsrichter brauchen und da eben händeringend suchen, damit wir weiter regelmäßig unsere ganzen Mannschaften Regionalliga spielen lassen können, damit wir Deutsche Meisterschaft spielen können, brauchen wir diese Schiedsrichter, vor allem in der Jugend. Und da tut ihr dem Verein großen Dienst. Und da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr da vielleicht Bock drauf habt. Sprecht mich gerne an. Ihr könnt alle Infos bei mir bekommen oder auf der RWRV-Seite. Und wir würden uns, ich und der DSD, würde sich riesig freuen. Ja, perfekt. Dann haben wir das mal abgehakt. Ich danke dir. Danke. Also, wenn ihr gehört habt, ihr dürft euch gerne beim Karl melden. Ihr könnt über die DSD-Online-Seite wahrscheinlich auch irgendwie eine E-Mail-Adresse rauskriegen oder sonst irgendwas. Sonst reichen wir die natürlich nach. Ansonsten, ihr habt es gehört, wir brauchen dringend Schiedsrichter, gerade Jugendschiedsrichter, damit wir weiter erfolgreich hier im DSD sein können. Also, alle, die Bock haben, meldet euch gerne. Macht es. Ist ganz wichtig. Und damit verabschieden wir uns in die Halbzeit. Und hören uns dann gleich wieder. Ich danke dir. Danke dir. So, da sind wir zurück. So, um das nochmal aufzuklären. Tor hat nicht gezählt, war außerhalb. Danach wurde sich beschwert und eine gelbe Karte verteilt an den Raffelberger Spieler in der Halle. Also jetzt Powerplay der Düsseldorfer. Und da ist die Ecke. Weiß ich jetzt nicht tatsächlich. Wir schauen nochmal drauf. Ja, der Ball geht hoch von Ivo Otto, aber er verschafft sich damit ja keinen Vorteil. Er lässt den Schläger auch noch liegen, geht gar nicht aktiv zum Ball. Muss man nicht zwingend pfeifen, meiner Meinung nach. Aber wenn ihr das besser wissen wollt, wie gesagt, ruft den Karl an, schreibt ihm eine E-Mail, dann könnt ihr mir gerne auch nochmal die Regeln erklären. Aber jetzt erstmal Ecke DSD. Auf die Melle! Kein optimaler Ablauf, aber das Ding ist trotzdem im Tor untergebracht. Jan Becker auf dem Ableger macht den rein. Gespielt von Ivo Otto. So, und jetzt zähle ich gerade durch. Und anscheinend war es keine gelbe Karte, sondern nur eine grüne Karte. Ich hatte gelb gesehen. Sorry, wir schauen nochmal drauf. Hier, Federin kriegt den Ball an Fuß. Aber wir spielen wieder 5 gegen 5. Sorry für die Verwirrung. Das Tor. Ivo Otto mit seinem zweiten Tor heute. Eckenableger. Ganz bitter, der darf der niemals an Fuß gehen. Nächste Ecke, Raffelberg. Schauen wir mal drauf. So, Ball ist raus. Und das ist eine Situation. Im Spiel bleiben, Herr Becker. Und nicht den Schläger oben haben. Eckenschuss und Ecke ist drin. Raffelberg gleicht aus. Jetzt haben wir 5
5. So, Spiel ist wieder völlig offen. Eieiei. Da liegt einer. Gerade wenn man es nicht kommen sieht, hoffen wir, dass er gleich weitermachen kann. Aber ich bin da guter Dinge. Gut verteidigt von Tenkov, Cioli, bitter. Kriegt den da nicht ganz Richtung Tor. Super Anspiel auf Brock, der setzt sich durch und holt die Ecke. Sah ein bisschen unbeholfen aus, aber am Ende zählt das Ergebnis. Ja, hier sehen wir es aber im Replay. Hätte sich auch nicht wundern brauchen, wenn er die Ecke nicht kriegt. Tenkov setzt den da übers Tor. Schwaches Anspiel, Mark Watson direkt abgefangen. Verhoop macht mit. Das Ding für die Raffelberger. Super durchgesetzt. Unvollendet. Schauen wir nochmal drauf. Super gemacht. Durchgesetzt und verhob durch die Beine. Erste Führung im Spiel für die Raffelberger. Auch das dritte Viertel ist vorbei. Wir haben eine starke Raffelberger Mannschaft gesehen, die hier aus der Halbzeit gekommen ist. Gut abgefangen. Und da ist direkt die Antwort der Düsseldorfer. 30 Sekunden in diesem vierten Viertel und Paul Tenkov bringt die Düsseldorfer auf die gleiche Anzahl an Toren. Da sehen wir es, Brock und Paul Tenkov machen das gut, fangen den Ball ab, nochmal quergelegt. Super Anspiel, Sura auf Gorni, der findet Brock, das noch besser ist, aber der kriegt hier keinen. Da ist die nächste Ecke. Das haben die Raffelberger leider gar nicht gut verteidigt. Ach, gar keine Ecke. 7 Meter gibt's hier. 7 Meter für die Düsseldorfer. Jan Becker kann seine Jungs zurück auf die Siegerstraße schießen. Vorerst. Yeah.
macht er auch. Düsseldorf somit wieder in Führung, binnen einer Minute das Spiel wieder gedreht. Jody fängt den Ball ab, 1 gegen 1. Und er geht knapp 2 Meter am Tor vorbei. Gute Möglichkeit. Stark abgegriffen vom Raffelberger Stürmer. Das ist bitter. Das ist ganz bitter. Aber der Ball, der darf gar nicht so da durchgehen. Aber nächste Ecke für Raffelberg. Die Chance hier, den Spielstand wieder auf ein Unentschieden zu drehen. Zum dritten. Eckableger, knallhart, trocken, oben ins Eck. Da machst du gar nichts. Es ist einfach die effektivste Ecke, die du im Hallenhockey spielen kannst. Wenn du da einen guten Ablauf hast, hier sehen wir es nochmal, dann ist das Ding immer drin. Gute Bewegung. Und er macht das Ding. Super Bewegung. Hufer trifft in seinem ersten Bundesligaspiel für die Düsseldorfer. Trifft da, da schauen wir noch mal drauf. Ja, super Bewegung. Der Mann hat einen Körper, den hat er genutzt, hat ihn dazwischen gestellt. So einfach kann man Tore schießen. Aber heißt nichts, wir haben hier noch 6 Minuten auf der Uhr. Hier ist noch nichts entschieden. Hält wieder Hufer am Ball, setzt sich da durch, versucht den Ball da quer zu legen. Super gespielt von Raffelberg. Hat wenn da den Ball, muss schneller geben. Federlin, der sich hier durchsetzt. Vielleicht mal nach vorne weggehen. Eieieiei, es sind so schwierige Karten immer. Aber haben sie das ganze Spiel gemacht, deswegen muss er sie jetzt geben. Ja. Hatte schon grün, deshalb gelb gegen den Raffelberger Spieler. Und das ist natürlich ein ganz bitterer Zeitpunkt, 5 Minuten vor Schluss noch mal eine 3-Minuten-Strafe zu kassieren. Schwierig. Zudem Ecke Düsseldorf natürlich, wollte ich euch nicht vorenthalten. Ist abgelaufen, sehr stark abgelaufen. Da die Raffelberger Defense, ist wichtig. Aber Düsseldorf jetzt 3 Minuten im Powerplay. Das ist bitter. Das ist die nächste Ecke für die Raffelberger. Den hat verhobt auch schon am Handschuh, aber rutscht ihm dadurch. Somit neuer Spielstand 8 zu 8.
Schauen wir nochmal drauf. Ja, rutscht ihm da unterm Arm durch. Gut abgefangen. Und da ist die Ecke für die Düsseldorfer. Rock fängt da super ab, legt quer. Da springt er ein bisschen hoch. Düsseldorfer, das Spiel so eng zu gestalten, nach mehreren Führungen dann am Ende mit einer Schlussecke zu gewinnen, das kann nicht der Anspruch sein. Mehr kann man sich nicht wünschen für so ein Hallenspiel. Ich sag auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dann. Ciao.